Hallöchen meine Lieben und willkommen zurück auf meinem Kanal. Ja, ein neues Medieval Survival Game ist rausgekommen und zwar Crestfallen. Aktuell ist es auf Steam im Sale und zwar hat es mich ganze 11,83 € gekostet. Das Ganze ist noch im Early Access. So, und ich würde sagen, ich möchte eigentlich gar nicht so viel reden, denn ich bin super neugierig, was dieses Spiel uns bringt. Vergesst nicht, einen Like dazulassen, ein Abo und die kleine Glocke zu aktivieren und wir starten ins Spiel. Let's go! Ja Leute, wir sind jetzt hier im Hauptmenü von Crestfallen und wir haben natürlich wieder ein paar Sachen zur Auswahl. Darunter fällt der Singleplayer, der Multiplayer, die Einstellungen und natürlich Exit. Wenn wir jetzt in den Multiplayer klicken, können wir jetzt hier nach Servern suchen oder hier natürlich einen Port eingeben, falls ihr oder ein Kumpel oder wer auch immer einen eigenen Server schon besitzen sollte. Ihr seht, auf jedem Server können 50 Spieler. Wir wollen aber natürlich jetzt nicht auf einen Multiplayer-Server, sondern wir gehen ins Singleplayer-Spiel. Übrigens, aktuell wird das Game tatsächlich nicht auf Deutsch unterstützt. Das heißt, da müssen wir wahrscheinlich einfach noch ein bisschen warten. Oh wow, und wer ist denn er? Wir können jetzt in unseren Charakter auf jeden Fall Punkte verteilen. Und zwar Stärke, Beweglichkeit, Ausdauer und Intelligenz. Und wir können ihn hier bearbeiten. Also Hairstyle, Color, Skin, Color, Male, Female. Ah, sehr gut, sehr gut. Skin Color. Hm, weiß jetzt auch nicht. Vielleicht die hier. Hair Color. Kann eigentlich schwarz bleiben und der Hairstyle. Wow, das ging schnell. Zeig mir mal den Hairstyle. Es gibt also insgesamt 16 Hairstyles. Zumindest bei den Damen. Wir nehmen den ersten. Und dann, ja gut, in was sollen wir es denn verteilen? Vielleicht ist eins in Stärke gut und eins in Beweglichkeit für den Anfang. Wir müssen dann mal gucken, ob man die Punkte vielleicht dann irgendwie nochmal umverteilen kann. Aber wir starten jetzt ins Game. Ja Leute, wir stehen jetzt hier halbnackt vor einer Windmühle. Und jetzt möchte ich natürlich zuallererst mal gucken, was gibt es denn alles? Wir gehen mal auf Tab und finden unser Inventar. Hier können wir einfach nur unseren Chart drehen, aber das brauchen wir jetzt gerade nicht. Hier oben haben wir die verschiedenen Reiter, einmal Crafting, also Herstellung. Und wir sehen hier, was wir für Blaupausen haben. Wir haben The Crest. Mit der können wir Land claimen, also für uns beanspruchen. Und es braucht, so wie ich sehe, 75 mal Holz. Dann haben wir hier natürlich Hammerstone und Clove, eine Steinaxt, Steinpickel, Verbände und so weiter und so fort. Hier haben wir dann auch Klamotten. Da sehen wir auch, wir brauchen 5-mal Pflanzenfaser und 2-mal Clove. Und um das herzustellen, brauchen wir 6-mal Pflanzenfaser. Das heißt 12-mal Pflanzenfaser plus mal 5, also 17-mal Pflanzenfaser. Dann können wir uns dieses schicke Hemd hier craften. Hier haben wir noch unsere Stats. Hier kann man Skillpoints vergeben, wir haben aber aktuell noch keine, deswegen ja, können wir es auch noch nicht tun. Hier sehen wir die Punkte, die wir in Stärke und Beweglichkeit gesteckt haben und vieles anderes. Und unter Journal sehen wir unsere ganzen Quests. Aktive Quests, abgeschlossene, gescheiterte und Informationen. Wir gehen jetzt aber mal wieder raus und ich drücke mal M. Dann öffnet sich die Karte. Da können wir natürlich auch ranzoomen. Wir sind jetzt gerade hier. The Hamlet of Kalia. So nennt sich wahrscheinlich das Königreich hier. Und wenn ich auf Q klicke, dann habe ich hier Emotes, die ich machen kann. Oh yeah. Wie sieht denn das aus? Ist ja geil. Okay. Nee, gut, wir haben oben rechts natürlich, ich hoffe, ihr seht's, ja, ihr seht's, die aktive Quest, A King's Quest. Und zwar müssen wir jetzt 10-mal Pflanzenfaser holen und 1-mal Verbände craften. Jetzt weiß ich natürlich nicht, wo ich Pflanzenfasern finde. Wir müssen jetzt einfach mal gucken. Und ich weiß auch nicht, wie ich es aufhebe. Ich denke mit E, aber wir werden wahrscheinlich dann bestimmt irgendeinen Hinweis kriegen. Ah ja, hier, genau. E für Harvest. Muss man leider gedrückt halten und zwar wirklich relativ lang, wie ich finde. Und jetzt haben wir 3-mal was? Yarrow. Ich weiß jetzt nicht, was die deutsche Übersetzung davon ist.
Aber es ist auf jeden Fall keine Pflanzenfaser. Gucken wir doch mal weiter. Also Pflanzenfaser bekommt man doch normalerweise aus Büschen oder keine Ahnung. Jetzt haben wir hier nochmal dieses Yarrow. Wir nehmen es jetzt einfach mal mit. Und gucken weiter. Kann ich denn irgendwie hier was machen mit dem Baum? Nein, natürlich nicht. Und was rennt da? Ein Wolf, der uns gesehen hat und wir laufen mal ganz schnell wieder weg. Jetzt schauen wir mal. Hier bin ich auf jeden Fall in der Safe Zone und nein, geh weg von mir. Wie das ausschaut, snackerte Mädel. Und der Wolf, der ihr in den Arsch beißen will. Geil. Kann ich irgendwie hier reinflüchten oder so? Nö. Mann, weißt du was? Ich box dich weg. Kann ich aber irgendwie nicht. Aber er kann mich auch nicht beißen. Liegt es vielleicht darin, dass wir in der Safe Zone sind? Naja, ich möchte jetzt aber eigentlich diesen blöden Wolf loswerden. Was haben wir denn hier? Nix. Wo finden wir Pflanzenfasern? Wenn wir nochmal auf die Karte schauen. Ja, vielleicht auch irgendwie bei einem See? Ich weiß es nicht. Wir rennen jetzt einfach mal querfeldein und gucken einfach nach. Wir haben übrigens links unten, beziehungsweise in der Mitte, einmal links unsere Hungeranzeige und einmal rechts unsere Durstanzeige. Da müssen wir dann natürlich auch auf jeden Fall drauf achten. Okay, wo waren wir stehen geblieben? Pflanzenfaser, das kann doch wohl nicht so schwer sein. Ist das das? Oh ja, ich glaube, das könnte Pflanzenfaser sein. Also man muss tatsächlich immer mit dem kleinen Punkt draufhalten, um es zu sammeln. Gar kein Thema. Mann, okay, ein bisschen doof ist es schon. Aber so schlimm ist es jetzt auch nicht. Ah, you cannot be damaged, wenn du in der Safe Zone bist. Das ist eine interessante Info. Cool, hier ist auf jeden Fall eine ganze Menge Pflanzenfaser. Nimm es. Und der Wolf ist auch von uns weg. Das ist geil. Dann nehmen wir die da hinten doch noch kurz mit. Und die anderen hier auch alle. So, da unten auf dem Weg wächst noch was. Wie viel haben wir denn jetzt? Oha, wir haben ja tatsächlich jetzt schon 69. Das heißt, wir müssen uns eine Bandage craften. Das kannst du mal machen. Was haben wir hier? Grubbait. A juicy grub used for bait, also ein Köder. Und wir brauchen dafür aber eine Angel. Okay, ist kein Thema. Was haben wir eigentlich hier? Ach, eine Fackel. Und ein Building Plan. Okay, aber was wir eigentlich machen wollten, ich wollte doch zwei davon herstellen, damit wir uns dann hier das herstellen können. Und ich kann aber noch nicht auf Craften klicken. Oh ja, und es dauert tatsächlich ganz schön lang, bis das Zeug hier hergestellt ist. Ja, also Leute, ich muss sagen, dass das tatsächlich echt lange dauert mit dem Craften. Und okay, es craftet zumindest weiter, wenn wir aus dem Menü rausgehen. Dann kann man in der Zeit wenigstens andere Sachen machen. Und hier können wir die verlassene Werkbank öffnen. Dafür müssen wir auch E gedrückt halten. Oh, und hier haben wir sogar Loot. Den nehmen wir doch mal mit. Drei Münzen. Rohes Fleisch, das ist geil. Jetzt lass mich mal gucken. So, also das ist jetzt fertig. Quick Craft, einmal das hier. Mit Doppelklick auf der linken Maustaste könnt ihr es übrigens auswählen. Was haben wir hier eigentlich? Keine Ahnung, sehe ich nicht. So, also die beiden Sachen craften sich jetzt nicht dabei. Was gibt es denn jetzt hier noch? Ein Bett. Use this as a respawn point. Das ist vielleicht auch nicht schlecht. Wenn ich jetzt hier auf Craft klicke, passiert nichts. Das heißt, es stellt sich nicht automatisch her. Leider. Okay, dann warten wir mal, bis unsere Klamotten fertig sind und gucken doch in der Zeit einfach mal hier so rum, was wir noch so finden. Das können wir öffnen und hier haben wir auch wieder voll viel Loot. Hier,
volle Wasserflasche. Und was ist das? Stone Arrow. Ein Steinpfeil. Und hier haben wir jetzt Leder. Ah, cool. Und mit Rechtsklick? Achso, packen wir es in die Kiste. Das wollen wir natürlich nicht. Wir wollen unsere Klamotten anziehen. Das geht auch mit Rechtsklick. Nice. Jetzt haben wir zumindest das. Schuhe wären aber halt auch nicht verkehrt. Und die kosten dreimal Leder. Das haben wir. Und wir haben sogar noch zweimal Cloth. Ich habe gar keine Ahnung, wie man das ausspricht. Clove. Ja. Und damit craften wir uns jetzt die Schuhe. Ich möchte aber eigentlich gerne irgendwie einen Speer oder so. Dafür brauche ich aber Holz. Also irgendwo muss ich Holz herkriegen. Die Frage ist nur, wo? Was geht denn hier so ab? Kann ich da rein? Nö. Das ist belastend. Und hier kann ich auch öffnen. Yeah. Kann ich auch alles looten? Das weiß ich natürlich nicht. Sind die nett oder sind die nicht nett? Ich gehe jetzt mal hin. Ah, nein, er ist böse. Okay, schnell weg in die Safe Zone. Wir haben übrigens eine neue Quest. Und zwar müssen wir Holz und Stein ernten. Ist der immer noch hinter mir? Ja, ach komm. Wo ist die Safe Zone? Hier. Also, jetzt kann er mir nichts mehr, oder? Weißt du was? Du kannst mich mal. Verzieh dich, du. Wir verbinden uns jetzt mal. Und zwar wählt ihr dafür natürlich einfach den Verband aus eurer Schnellleiste und drückt die linke Maustaste. Und dann habt ihr euch verbunden. Der schießt, glaube ich, immer noch auf uns, aber ist mir jetzt egal. Wen haben wir denn hier? Chelsea, the Anvil Maiden. Was kann ich mit dir machen? Nix. Schauen wir mal in die Forge, aber da ist tatsächlich nichts drinnen. Da könnten wir uns aber, wie ich gerade gesehen habe, eine Metallaxt machen. Das ist schon mal gut zu wissen. Ja, man muss sich halt eigentlich immer gut umschauen in solchen Spielen, damit man auch alles Mögliche findet. Aber wem sage ich das? Wenn ihr Survival-Spieler seid, dann wisst ihr das selber. Wer ist denn das? Alexian Tigress. I have general goods for sale if you would like to trade. Ja, wir starten mal den Trade. Aha, wir können Mehl kaufen und gekochten Fisch. Torch, Fishing Rod, cool. Ach so, aber ich habe nur 18, das ist blöd. Aber hier kann man sich auf jeden Fall einige Sachen kaufen, was nicht schlecht ist. Kann ich denn jetzt hier eigentlich rein? Nee, immer noch nicht. Greetings, Fred. Der hat auch was zu traden, und zwar ganz viele Möbelstücke. Okay. Aber was ich noch kurz gucken wollte, wenn wir hier 1 drücken, Place Building Object, Rotate. Okay, aber ich habe ja jetzt noch nichts, was ich dingseln könnte. Das heißt, hier ist ein Brunnen. Kann ich da Wasser nehmen? Ja, mit E. Drink Water. Das machen wir mal. Und dann müssen wir eigentlich irgendwie auch an was Essbares kommen. Was ist denn das? Ah, Fleischwagen öffnen. Aha, ah, yeah, da ist auch gekochtes Ding drinnen. Gekochtes Fleisch. Und das ist automatisch in unserer Schnellleiste auf der 4. Das heißt, ich drücke die 4 und die linke Maustaste. Und schon habe ich was im Magen. Und ihr seht die Leiste unten. Ich gehe jetzt mal ins Grüne. Man sieht es dann besser. Fühlt sich auf jeden Fall langsam auf. Okay, also wir müssen Steine collecten und Holz. Jetzt gucken wir mal. Da unten liegt, glaube ich, ein Stein rum. Aber ich möchte zuerst schauen, ob wir hier auch was looten können. Ja, hier an dem Fass. Open. Take it all. Was haben wir denn jetzt hier gefunden? Ein bisschen blöd finde ich, dass unten in der Leiste keine Zahlen dran stehen. Das heißt, ich muss immer abzählen, was ich drücken muss. Place Building Object, ja. Okay, ja, keine Ahnung, warum wir jetzt das da wieder haben. Naja, wurscht. Hier unten ist auf jeden Fall ein Stein, oder? Den müssen wir wieder collecten.
Da hinten sind noch mehrere Steine. Hier ist einer. Halt. Also 6 Steine haben wir auf jeden Fall schon. Jetzt haben wir 9, heißt einer fehlt uns, der liegt aber hier. Und dann brauchen wir noch Holz. Nee. Es ist da schon wieder er. Was ist denn, wenn ich die Fackel raushol? Ach, dann, damit kann ich ihn umnieten. Okay, er nietet mich zwar auch um, aber er ist vor mir dran. Okay, open den Loot. Sehr schön. Jetzt müsste ich mich eigentlich verbinden, aber ich habe natürlich nichts mehr. Das ist belastend. Ich brauche auf jeden Fall noch Holz. Und das wollte ich ja gucken, ob ich mit euch irgendwo finde. Holz, Holz, Holz. Ich weiß natürlich jetzt auch nicht, ob ich irgendwie in die richtige Richtung gehe. Aber, mei, probieren geht über studieren. Ich sehe halt aber auch hier nichts, was irgendwie hier rumliegt, was ausschaut wie Holz. Vielleicht muss ich das... Nee, kaufen wäre auch ein Quatsch. Wartet mal, hier glaube ich ist was. Das sieht aus, als wäre es Holz. Ja, oder? Ja, aber ich kann nichts damit machen. Okay, scheiße. Wo kriege ich denn dann Holz her? Hier unten ist ein Zelt. Schauen wir mal dahin. Da ist auch jemand. Ich hoffe, der attackiert uns nicht schon wieder, aber... Oh Mann. Den will ich eigentlich... Oder sollen wir es probieren, ihn mit der Fackel? Na komm. Komm, trau dich her, du Kackarsch. Ah ja, ich treffe ihn zumindest. Ha, mit meiner Fackel mache ich dich platt, du Man at Arms. Oh, ich sehe nichts mehr. Weil du nämlich nicht triffst, du Kackarsch. Okay, jetzt hat er... Oh, jetzt hat er getroffen und jetzt habe ich nur noch 14 Leben. Ich will ihn aber umnatzen. Das Problem ist, ich habe ja noch nicht mal ein Bett. Okay, ich habe ihn getroffen. Ich muss einfach immer nur im Kreis laufen. Ach, scheiße, jetzt hat er mich. Okay, egal. Wir müssen ja auch mal sterben, damit ihr seht, was noch passiert. Also, wir haben noch 5 Sekunden, 6, 5, 4 und dann können wir respawnen. Respawn. Wo sind wir denn jetzt? Und was passiert jetzt? Kriegen wir unseren Loot wieder? Ist er verloren? Wir sind auf jeden Fall wieder nackig. Geilomat. Und? Wo sind wir denn? Was? Wieso sind wir jetzt hier unten? Und hier oben ist mein Ding? Seriously? Gibt es irgendwelche anderen Möglichkeiten? Nee, anscheinend nicht. Wenn ihr C drückt, wenn ihr C drückt, dann seid ihr auf jeden Fall in der Ego-Perspektive, weil es mir nur gerade so eingefallen ist. Mit P könnt ihr auf jeden Fall dann auch eine Gilde machen. So, und wenn ich O drücke, kann ich mich nicht mehr bewegen. Und wenn ich O dann wieder gedrückt habe, dann kann ich wieder laufen. Das ist ja komisch. Naja, und übrigens, ach so, ja stimmt, weil wir unseren Loot verloren haben. Jetzt wollte ich gerade sagen, dass unsere Questen sich wieder auf Null gesetzt haben. Komm, wir trinken mal ein Schlückchen und gehen mal nackt baden. Oder so halber zumindest. Wenn wir schwimmen können, das weiß ich nicht. Nein, wir laufen unter Wasser. Halleluja. Schau dir das mal an. Und unter Wasser wachsen sogar Blumen. Ja, cool. Und eine Atemluftanzeige haben wir auch nicht. Das heißt, ja, wir können unter Wasser laufen. Ja, sehr schön. Also, liebe Leute, ich würde mal sagen, dass ich den Part an der Stelle dann beende. Wir haben jetzt mal ins Spiel reingeschnuppert. Und wie man sieht, klar, Early Access, es sind noch einige Fehler, wie jetzt das mit dem Wasser. Und
Die Frage, warum auch immer ich tatsächlich jetzt hier unten respawne und nicht wieder bei meinem Leichnam, kann ich euch leider nicht beantworten. Falls ihr es wisst, schreibt es mal in die Kommentare. Wir werden jetzt also das Spiel mal speichern. Wir nennen es YouTube Safe Game. Are you sure you want to bla bla bla? Ja. Game saved. Okay. Also naja, Leute, für den Anfang fand ich es jetzt erstmal ganz lustig. Ich habe jetzt noch nichts wirklich Negatives zu sagen. Klar, die Grafik könnte natürlich immer ein bisschen besser sein, aber das ist ja jetzt nicht immer der Hauptaspekt, warum man ein Spiel spielt. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Schreibt mir bitte in die Kommentare, ob wir weitermachen sollen mit diesem Spiel oder nicht. Dann wünsche ich euch jetzt noch einen wunderschönen Abend und wir sehen uns dann im nächsten Video. Bis dahin, bye!